Cedraking ist ein Pokémon mit den Typen Wasser und Drache, existiert seit der zweiten Spielgeneration und entwickelt sich aus Seemon, welches sich wiederum aus Seepa entwickelt. Cedraking ist ein großes, fetzenfischähnliches Pokémon, das blau, gelb und weiß auftritt. Der innere Teil seiner Rückenflosse sowie die kleinen Flossen am Kopf färben sich weiß, der Bauch ist gelber Farbe und weist einige dünne schwarze Streifen vor und der restliche Körper ist blau gefärbt. Der Körper ist generell eher schlank und das Pokémon besitzt einen großen, horizontal länglichen Kopf. Auf diesem wachsen zwei dünne Hörner, die zunächst nach oben wachsen. Im letzten Drittel wächst je ein weiterer Teil nach hinten und die längliche Schnauze endet in dem dünnen, zylindrischen Mund. Im Hinterkopf wachsen zwei weitere dünne Segmente und die Augen des Pokémon ersetzen sich aus weißer Lederhaut roten Iriden und schwarzen Pupillen zusammen. Am unteren hinteren Teil des Kopfes sind die beiden kleinen Flossen zu erkennen. Der Hals verbindet den Kopf mit dem Rumpf, an dessen Seiten mehrere dünne schwarze Streifen ein Muster ergeben und das Schwanzende formt sich zu einer Spirale und sein Körper wird mit einer großen Rückenflosse abgeschlossen. Dabei ist seine Shiny-Form an seinem normalerweise blauen Körperbereichen dunkelviolett gefärbt. Cedraking nutzt ausschließlich spezielle Attacken und Status-Attacken, wobei es für seine speziellen Angriffe einzig seine Typen Wasser und Drache nutzt. Dazu gehören zum Beispiel Feuerodem, Blubstrahl, Drachenpuls und Hydropumpe. Statusangriffe, die es nutzt, sind unter anderem Drachentanz und Regentanz. Eine mögliche Fähigkeit ist Wassertempo, wodurch seine Initiative bei Regen gesteigert wird. Mit der Fähigkeit Superschütze wird der Schaden von Volltreffern gesteigert. Und die versteckte Fähigkeit Feuchtigkeit hält alle Pokémon davon ab, zu explodieren. Cedraking ist in den meisten Regionen kaum in freier Wildbahn anzutreffen und es kann dort nur durch Entwicklung erhalten werden. In wenigen Regionen ist es aber in Gewässern anzutreffen, wie auf Route 17 und 18 in der Einal-Region. Man sagt, es haust in Unterwasserhöhlen und kann mächtige Strudel generieren, wenn es gähnt. Kein anderes Lebewesen kann in den Tiefen existieren, in denen es schläft und so Energie speichert. Wenn ein Sturm aufkommt, wacht es auf und macht sich auf die Suche nach Beute. Dabei ist Cedraking ein Pokémon der Stufe 2 und entwickelt sich aus Seemon, welches sich wiederum aus Seepair entwickelt. In den Spielen werden diese Entwicklungen durch das Erreichen von Level 32, also von Seepa zu Seemon ausgelöst und von Seemon zu Cedraking durch die Ausführung eines Tausches mit einer getragenen Drachenhaut. Im Laufe seiner Entwicklung wächst Seepas Körper zu einer recht beachtlichen Größe an. Dabei bleibt die Grundstruktur seines Körpers erhalten und nur die Form und Anzahl der Rückenflossen sowie die Form seiner Auswüchse am Kopf variieren. Bei der Entwicklung zu Seemon spaltet sich Seepas Rückenflosse in zwei deutlich längere Flossen auf. Diese sind dann wie die Schuppen an seinem Bauch äußerst spitz und einzig bei dieser Entwicklungsstufe mit Giftdrüsen gespickt. Bei der Entwicklung zu Cedraking nehmen die zwei spitzen Stacheln auf Seemons Kopf deutlich an Länge zu und bilden fetzenähnliche Anhängsel. Auch wachsen die beiden Flossen Seemons wieder zu einer großen Rückenflosse zusammen, die Seepas Flosse wieder recht ähnlich sieht. Zusätzlich verschwinden bei der Entwicklung zu seiner finalen Evolutionsstufe alle spitzen Stacheln an seinem Körper. Cedrakings Schuppenstruktur ähnelt dann wieder mehr der von Seepa und allerdings sind seine Schuppenplatten deutlich größer als die seiner Vorentwicklung. Trivialerweise teilen sich Seepa und Cedraking auch eine rote Augenfarbe, während die Pupille Seemons von schwarzer Farbe ist. Mit seiner Typenkombination von Wasser und Drache nimmt es dabei Viertelschaden gegen Feuer- und Wasserattacken, nimmt halben Schaden gegen Stahlattacken, doppelten Schaden gegen Drachen- und Feeattacken und der Rest macht normalen Schaden.